So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist schon relativ später Abend geworden, also muss ich mal gucken, ob ich mit dem Video jetzt überhaupt noch fertig werde. So vom Licht her war den ganzen Tag zu heiß, deshalb bin ich jetzt erst relativ spät draußen. Ich stelle mir die Stoppuhr, damit ich auch weiß, wie lange ich labere, weil ich habe gemerkt, wenn ich auf die Uhr gucke, dann funktioniert das deutlich besser und ich labere nicht aus Versehen 45 Minuten oder was und muss dann 20 Minuten davon wieder wegschneiden. So, Klimawandel geht es heute weiter und zwar wollte ich euch jetzt erstmal erzählen, was denn jetzt überhaupt dieser furchtbare Treibhauseffekt, der denn für den Klimawandel da verantwortlich ist, eigentlich ist. Erstmal vorneweg, der Treibhauseffekt ist was ganz Natürliches, den gäbe es auch ohne uns und der ist gut. Weil der verhindert, dass wir auf der Erde, ich glaube, minus 16, minus 13, minus 17, irgendwie minus 15 Grad haben. Je nachdem, wo man liest, steht ein anderer Wert. Also per se schon mal was Gutes, weil bei den Temperaturen wäre es hier so ein bisschen ungemütlich, beziehungsweise wir wären ein Eisplanet. Das heißt, sind wir froh, dass wir den Treibhauseffekt haben. Was ich jetzt machen möchte, ist euch wirklich in aller Detailliertheit erklären, wie denn dieser Treibhauseffekt jetzt nun funktioniert. Hoffe, dass das nicht allzu lange dauert. Und dafür müsst ihr erstmal Folgendes wissen. Nämlich, Energie ist gleich Strahlung. Und wo kommt diese Strahlung her? Von der Sonne. Jetzt muss man sagen, dass so ein Sonnenstrahl, wenn man mal von der Esoterik absieht, dass das Ding einem irgendwie Glück und Zufriedenheit bringt, im Prinzip eine Welle von Energie ist, beziehungsweise ein Photon, man kann das jetzt physikalisch auf verschiedene Weise darstellen, stellen wir es einfach als Wellenlinie vor, in der die Energie sich bewegt. Und diese Wellenlinie, da gibt es langwellige und kurzwellige Strahlung und Strahlung ist gleich Energie. Die langwellige Strahlung ist so vom Licht her, Licht ist auch gleich immer Energie, im roten Bereich angesiedelt, beziehungsweise Infrarot, was wir dann nicht mehr sehen können, aber das ist auch eine Form von Rot und macht sehr lange Kurven. Die können kilometerlang sein, besagte Kurven. Die kurzwellige Strahlung macht sehr, 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 sehr kleine Kurven im Nanometerbereich oder noch kleiner. Grundsätzlich gilt bei Strahlung, je enger die Kurven, desto energiereicher ist die Strahlung bzw. das Licht. Strahlung, wie gesagt, immer gleich Licht. Und was die Sonne jetzt zu uns schmeißt, ist also nichts anderes als elektromagnetische Strahlung. Gleich Licht, gleich Energie. Und zwar ist das, was die Sonne abgibt, per se ein Spektrum von ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Wellenlängen. Also viele verschiedene Lichtstrahlen und Energiestrahlen, wenn man so möchte. Da ist quasi jede Wellenlänge dabei. Das ist grundsätzlich so. Jeder Körper, der Energie abgibt, gibt alle verfügbaren Wellenlängen ab. Nur hat er irgendwo seinen Schwerpunkt bei einer bestimmten Wellenlänge und die anderen sind nur sehr, 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 sehr geringem Anteil vertreten. So ein bisschen zum Hintergrund, zur Theorie. Jetzt müsst ihr noch wissen, wie viel Energie ein Körper abgibt. Jeder Körper gibt Energie ab und zwar abhängig von seiner Oberflächentemperatur. Jetzt ist die Sonne keine Ahnung wie viel 1000 Grad heiß und gibt entsprechend viel Energie ab, während mein Hut beispielsweise relativ kühl ist und deshalb nicht sehr viel Energie abgibt, nämlich so wenig, dass man die nicht als Licht sehen kann. Wenn man einen Körper hat, der sehr heiß ist, erzeugt er irgendwann auch Licht, weil viel Energie Licht ist. Zum Beispiel ein glühender Metallklotz. Ist hell, weil der ist so heiß, er hat so eine hohe Oberflächentemperatur, dass er so viel Energie abgibt, dass man das als Licht schon wahrnehmen kann. So viel dazu. Was die Sonne jetzt also tut, ist eine hohe Oberflächentemperatur haben und daher so viel Energie abgeben, dass diese Energie stark genug ist, um ohne Verlust übrigens durchs Vakuum, nämlich das Weltall, bis zu uns auf unsere Erde zu knallen. Jetzt ist die Sonne natürlich riesengroß, unsere Erde nur sehr, sehr, sehr klein. Deshalb ist der Anteil der Gesamtfläche
der Sonne, über die sie die gesamte Energie abgibt. Das bisschen, was dann bei uns auf der Erde ankommt, in Anführungszeichen, ist super, super gering, wenn man die Gesamtenergiemenge der Sonne betrachtet. Trotzdem ist das, was an Energie an der Außenkante der Atmosphäre ankommt von der Sonne, bei uns auf der Erde immer noch ein gewaltiger Energieberg, in Anführungszeichen. Das, was an einem Tag an Energie an der Außenkante der Atmosphäre ankommt, würde reichen, um den Weltenergiebedarf der Menschheit für, ich glaube, ein Jahr zu decken oder was. Also unglaubliche Energiemengen, die da theoretisch ankommen. Praktisch kommen sie aber nicht bis zur Erdoberfläche. Denn, und da habe ich jetzt mal was vorbereitet, wir haben ja eine Atmosphäre. Und jetzt kann man anhand dieser tollen Grafik, die ich im Kindergarten habe, für mich anfertigen lassen. Nein, ich habe sie selber gemalt, auch wenn sie so aussieht, als ob ich sie im Kindergarten hätte selber anfertigen lassen. Ich bin bei sowas nicht gut. Aber man kann vielleicht trotzdem erkennen, worauf ich hinaus möchte. Daran kann man jetzt erklären, wie der Treibhauseffekt funktioniert und wie unsere Atmosphäre mit der Energie, die an ihrer Außenkante ankommt, umgeht. Und dazu halte ich euch jetzt die ganze Zeit dieses Papierchen vor die Nase und erzähle euch dann, wie man das jetzt interpretiert und hoffe, dass das nicht allzu lange dauert. Jetzt sind wir bei 5 Minuten irgendwas, fast 6 Minuten. Oh je, ich muss mich beeilen. So, also diese Zeichnung hier ist jetzt mein Meisterwerk, mit dem ich eben erklären will, wie das Ganze jetzt nun funktioniert. Qualitativ nicht sehr hochwertig. Ihr müsst auch nicht unbedingt entziffern können, was da steht, außer vielleicht die Zahlen. Alles Weitere erläutere ich. Also, wir haben hier 100% Sonnenstrahlung, die an der Atmosphärenaußenkante ankommt. Kurz zur Erläuterung, das hier ist die Atmosphärenaußenkante, hier hinten ist das Weltall. Dieses ganze Zeug hier in der Mitte ist die Atmosphäre und hier unten braun und grün dargestellt, ich habe tatsächlich Buntstifte gefunden, ist der Erdboden. So, der rote dicke Pfeil hier ist jetzt also die 100% Energie, die an der Außenkante unserer Atmosphäre ankommen, das komplette Spektrum der Energie, die Sonne zu uns schickt. Nochmal dazu gesagt, das hier ist so ein Durchschnittsdiagramm, also mit den entsprechenden Zahlen. Das ist so ein Durchschnittswert über die komplette Erde, über alle Jahreszeiten hinweg. Also jetzt nicht auf irgendeinen bestimmten Punkt speziell gemünzt. So, wir haben also 100% Sonnenstrahlung. Davon gehen 26%, hier unten steht's, direkt durch die komplette Atmosphäre. Ohne irgendwas weiter zu bewirken, fliegen durch die Atmosphäre durch, werden nicht abgelenkt, werden nicht absorbiert, werden nicht reflektiert, werden nicht gestreut, sondern landen direkt am Erdboden und heizen diesen auf. Das machen eben 26% der gesamten 100% der Strahlung. 16% der Strahlung werden in der Atmosphäre absorbiert. Soll heißen, die prallen auf ein Luftmolekül oder ein Aerosol oder auf Ozon. Größtenteils ist es meistens Ozon. Und an diesem Molekül quasi bleiben sie hängen, beziehungsweise die komplette Energie wird von diesem Molekül oder diesem Stückchen Dreck, das in der Luft rumfliegt, absorbiert. Das passiert mit 16% der gesamten Strahlung, die ankommt. So, ein weiterer großer Teil der Strahlung knallt auf eine Wolke und wird dann an der Wolke quasi abgelenkt. Ein Teil, nämlich 24%, nach unten und landet dann auch wieder auf dem Erdboden, ähnlich wie die 26%, die direkt auf dem Erdboden landen. Man muss allerdings dazu sagen, diese 26% hier sind kürzere Wellenlängen und energiereicher, deshalb kommen sie auch einfach so durch die Atmosphäre durch, während es diese hier schon nicht mehr können, weil sie nicht ganz so energiereich sind. Heißt, diese 26% hier ist direktes Sonnenlicht, das euch quasi wirklich aufs Hirn brutzelt, das man auch sehen kann, wenn man in die Sonne guckt, ist das Licht, was man dann quasi abbekommt, gehört zu diesen 26%, während eben diese 24% plus diese 5% hier hinten in der Ecke, zu denen ich komme, ich gleich, ist die sogenannte diffuse Himmelstrahlung. Das ist das Licht, das dafür sorgt, dass es auch hell ist, wenn es bewolkt ist und man die Sonne selbst nicht sehen kann. Gut, dadurch, dass das an der Wolke eben gesplittet wird und in alle Richtungen abgelenkt, weil an der Wolke gestreut,
fliegt natürlich auch ein Teil wieder nach oben und verlässt die Atmosphäre direkt wieder, nämlich sage und schreibe gleich 20%. Also sprich, von diesen 100%, die hier ankommen, sind dann 20% gleich schon mal wieder weg. Die kommen gar nicht erst auf der Erdoberfläche an. Weitere 3% werden von den Wolken selber absorbiert, ähnlich wie die Absorption in der Luft, und bleiben somit quasi in der Atmosphäre. Sie sind also schon im Erde plus Atmosphäre System vorhanden, diese 3% Energie, aber nicht am Erdboden, sondern bleiben direkt in der Atmosphäre. Dann macht die Luft auch dasselbe wie die Wolken, nämlich sie streut. Und Teile, die an der Luft quasi abprallen und nicht direkt von ihr absorbiert werden, entweder werden sie abgelenkt und fliegen in eine andere Richtung und landen dann früher oder später auf dem Erdboden. Das ist bei 15% der Energie der Fall. Oder sie fliegen halt tendenziell irgendwo nach oben und verlassen die Atmosphäre wieder und landen wieder im Weltall. Das ist bei 6% der Fall. So, jetzt von der Energie, die am Erdboden ankommt, nicht in den Wolken absorbiert wird, nicht in der Atmosphäre absorbiert wird, weil sie an einem Aerosol oder an Ozon absorbiert wird. All diese Energie kommt ja unten am Boden an. Jetzt ist es so, dass der Boden, je nachdem welche Farbe er hat im Prinzip, welche Beschaffenheit, ein gewisses Reflexionsvermögen hat. Zum Beispiel frisch gefallener weißer Neuschnee hat bis zu 95% Reflexionsvermögen. Man spricht da auch von Albedo, Albus Weiß. Albedo ist also frei übersetzt so der Grad der Weisheit. Je weißer ein Körper ist, desto mehr der auf ihn auftreffenden Energie kann er reflektieren. Ihr wisst selber, wenn ihr im Sommer ein weißes T-Shirt anhabt, ist es nicht ganz so heiß, wie wenn ihr ein schwarzes T-Shirt anhabt. Der schwarze Körper nimmt 100% der Energie, die auf ihn trifft, auf, im Idealfall. Also jetzt ein schwarzes T-Shirt ist jetzt nicht der physikalische schwarze Körper, das ist ein theoretisches Ideal, das gibt's eigentlich in der Natur theoretisch nicht, wobei man jetzt da irgendwas erfunden hat, die Physiker, aber scheißegal. Je weißer es ist, desto mehr wird reflektiert. Über die gesamte Erdoberfläche gesehen haben wir aber bloß ein Reflexionsvermögen von 4%. Da ist nämlich ganz viel Wasser und die tiefen Ozeane haben kaum Albedo, also die reflektieren nur sehr wenig und nehmen fast alles Licht, das auf sie auftrifft, auf. Daher ist der Gesamtwert über die komplette Erdoberfläche gesehen relativ gering. Wald zum Beispiel hat irgendwas zwischen 10% und 25% Albedo. Nur mal so als kleines Beispiel. Zur Albedo werde ich aber in irgendeinem anderen Video noch mal ganz ausführlich kommen. Das ist eine ziemlich wichtige Geschichte. Insgesamt haben wir also eine Komplett-Albedo von Erdoberfläche plus Atmosphäre von 30%. Also nur 70% der Sonnenenergie, die irgendwann mal bei uns auf der Erde ankommen, dringt überhaupt in das System ein. 30% haut sofort wieder ab ins Weltall. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen und wird irgendwann auch nochmal wichtig sein. Also merkt es euch vielleicht. So. Jetzt ist bisher ja nur größtenteils Energie angekommen, nämlich 70% von der Gesamtenergie haben wir jetzt in unserem System. Was passiert jetzt mit der Energie? Irgendwo muss die ja hin. Nämlich wird die nämlich auch wieder abgegeben, weil wir haben bei unserer schematischen Erde ja nicht nur Tag auf der einen Hälfte des Planeten, auf dem natürlich dann die Sonne auch ankommt und entsprechend das hier passiert. Konstante Energieaufnahme über Tag, solange Licht da ist, haut Energie auf die Erde und wird aufgenommen. Dummerweise, beziehungsweise Gott sei Dank, sonst wäre es nämlich zu heiß, haben wir auf der anderen Seite eben nicht Tag, sondern Nacht und da wird Energie abgegeben. Nämlich, ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass ein Körper, beliebiger Körper, je nach seiner Temperatur Energie abgibt. Und da ist unsere Erdoberfläche nichts anderes. Die hat auch eine Temperatur, sagen wir mal im Durchschnitt immer noch 15 Grad. Was nicht stimmt, ist ja mittlerweile mehr. Aber bisher waren es eigentlich immer 15 Grad seit Beginn der Wetteraufzeichnung oder der Klimaforschung. Ungefähr 15 Grad zumindest. Und diese 15 Grad strahlen jetzt wieder Energie ab. Jetzt muss man sagen, die Energie, die abgegeben wird, ist umso kurzwelliger, sprich umso energiehaltiger, desto heißer die Oberfläche ist, die die Energie abgibt. Die Sonne hat also quasi nur kurzwellige Energie, also mit einem Maximum der entsprechenden Wellenlänge im kurzwelligen Bereich.
eine sehr energiereiche Strahlung, die natürlich eben auch Sonnenbrand verursachen kann und so weiter und so fort. Die Erde als vergleichsweise viel kälterer Körper gibt sehr lange Wellenlängen, sehr harmlose Energie ab. Also wenn ihr mal merkt, wenn es quasi die Sonne untergegangen ist im Sommer und ihr liegt irgendwo auf dem Boden und habt irgendwie das Gefühl, dass der Boden trotzdem noch warm ist und ihr auch das Gefühl habt, dass um euch rum eine gewisse Wärme aufsteigt, das kann man teilweise wirklich spüren, je nach Wetterlage, das ist diese langwellige Energiestrahlung, die von der Erde abgegeben wird. Im Fall von sowas, wenn man sie spüren kann, ist sie schon sehr intensiv, beziehungsweise es sind vergleichsweise kurze, lange Wellen, aber immer noch nur langwellige Energie, also harmlos vergleichsweise. Die macht nichts kaputt oder sonst wie. Natürlich, die Menge macht's, auch das wärmt was auf. So, jetzt müssen wir nämlich mal zu der Seite von dieser schönen, Grafik gehen und stellen fest, hier unten in der Ecke, minus 114% Energie von der Sonne, also mehr als 100%, werden dann quasi auf der Nachthälfte des Planeten abgegeben, also von der Erdoberfläche. Davon gehen 15% der Energie direkt ins Weltall und sind wieder flöten, also komplett sofort weg. Die durchdringen die Atmosphäre völlig ungehindert. Man spricht da auch vom atmosphärischen Fenster, weil eine bestimmte Wellenlänge von Strahlung eben die Atmosphäre völlig ungehindert durchdringen kann. Das ist übrigens auch wichtig, wenn man mit dem Teleskop in irgendeiner Form ins Weltall sehen will. Da muss man gucken, dass das Licht, was man dazu verwendet, eben diese Wellenlänge hat, dass die Atmosphäre quasi ignoriert werden kann. Sonst sieht man nämlich gar nichts, aber egal. Das schweife ich jetzt schon wieder ab. 99% der insgesamt 114% landen erstmal in diesem Ding, was ich hier mal als Wolke dargestellt habe. Das ist die Gemeinschaft der Aerosole, also Dreck in der Luft plus Wasserdampf. Der schwankt so zwischen 1-5% so ungefähr, also absolut nicht konstant und immer mal im Wechsel, aber die Gesamtmenge übers Jahr verteilt und in dieser Durchschnittsdarstellung ist natürlich dann schon ein und derselbe Wert. Und jetzt ist lustig, dass alles andere, was für eben diesen Treibhauseffekt, den wir jetzt endlich ansprechen, verantwortlich ist, sind nur Dinge, die in sehr geringer Konzentration vorhanden sind. Nämlich hier zum Beispiel unser CO2, das im Promille-Bereich eigentlich bloß vorliegt. Unser Methan, davon gibt es theoretisch eigentlich sogar noch weniger. N2O, Lachgas, das ist auch ganz mini. Also all dieses Zeug liegt eigentlich in super geringem Anteil vor. Aber dieser geringe Anteil reicht halt eben aus, dass die langwellige Strahlung, die versucht aus der Atmosphäre zu entkommen, quasi von diesen Teilchen, die nur ganz wenig vorhanden sind, absorbiert wird. Und aus dieser Wolke quasi der absorbierten Teilchen wird 95% von diesen 99%, also wirklich das allermeiste dessen, was in dieser Wolke, in dieser Atmosphärenschicht, in der das ganze Zeug drin ist, ankommt, wird wieder zurück zum Erdboden geführt, ohne Verlust, und wir haben 95% der gesamten Sonnenenergie quasi schon wieder zurück auf dem Erdboden. 55% der Energie, die insgesamt in der Atmosphäre enthalten ist, verdampfen dann ins Weltall, hauen dann ab ins Weltall. Jetzt werdet ihr feststellen, wie funktioniert das? 95 und 55, das sind ja 150%, wo kommt denn jetzt die ganze Energie in der Atmosphäre her? Ja, stimmt schon, weil die Atmosphäre hat ja tagsüber, ich habe es da drüben angesprochen, 16% plus 3% an Energie schon aufgenommen, und dann gibt es noch das hier, was man ganz schlecht lesen kann. Das werde ich euch gar nicht weiter erklären, weil das ist sehr kompliziert. Das ist die latente und die fühlbare Energie, also der Strom der latenten und der fühlbaren Wärme auch genannt. Das sind 27% ist die latente und 5% ist die fühlbare. Nehmt einfach mal hin, dass es die noch gibt. Das ist noch zusätzliche Energie, die vom Erdboden abgegeben wird, größtenteils im Laufe der Nacht und dann von der Atmosphäre absorbiert wird. Damit kommen wir dann auch auf die 150%, die Atmosphäre hier mal im Prinzip hat, wovon eben 75% wieder auf der Erde landen und 55% ins Weltall abhauen. Wenn ihr jetzt alles zusammenrechnet, werdet ihr feststellen, das Ganze kommt auf Null raus. Das heißt, die Erde gewinnt keine Energie, die Erde verliert aber auch keine Energie.
Hätten wir jetzt aber diesen Treibhauseffekt hier nicht, dann würden wir quasi 95% der in der Atmosphäre enthaltenen Energie verlieren. Zwar würden auch diese 55% unter Umständen nicht verloren gehen, aber wir hätten netto auf jeden Fall einen enormen Energieverlust, was dazu führen würde, dass das Einzige, was die Erde an Energie aufnehmen würde, quasi nur auf der Tagseite das bisschen Sonnenenergie ist, was auf dem Erdboden dann landet. Es wird zwar nichts reflektiert, es kommt alles direkt auf dem Erdboden an, aber nachts geht auch alles wieder verloren, weil halt eben dieser Effekt, der dazu führt, dass man das ganze Zeug quasi rückkoppelt und wieder rückspiegelt auf die Erdoberfläche, dieser Effekt dann nicht vorhanden ist. Und eben dieser Effekt, dass man quasi eine Käseglocke drüber hat, ein Glasfenster, wenn man so möchte, das einfach die langwellige Strahlung wieder zurückspiegelt auf die Erdoberfläche und so zu einer Nettoerwärmung führt, bis zu dem Grad, an dem die Erwärmung der Erdoberfläche dann wieder so hoch ist, dass die abgestrahlte Energie durch die hohe Temperatur der Oberfläche genauso hoch ist wie der Effekt des Treibhauseffektes. Ich hoffe, das kann man mir jetzt einigermaßen folgen. Also netto hätten wir, wenn es keinen Klimawandel gäbe und die Konzentration von diesem Zeug hier nicht aus irgendwelchen Gründen zunehmen würde, hätten wir netto bis in alle Ewigkeit quasi ein Gleichgewichtssystem in der Atmosphäre mit der einkommenden Energie, außer an der ändert sich irgendwas, aber das ist in nächster Zeit bei der Sonne nicht zu erwarten, und der abgehenden Energie. Das hält sich also die Waage bei einer entsprechend so gesehen über im Durchschnitt konstanten Erdtemperatur. Knackpunkt sind halt eben diese im winzigen Anteil vorhandenen kleinen Teilchen hier, die dazu führen, wenn man dann ihren Anteil erhöht, dass das System durcheinander gerät und netto ein kleines bisschen mehr Energie aufgenommen wird, als abgegeben wird, was dieses Gleichgewichtssystem, das wir jetzt über Jahrmillionen, ganz so lange ist doch, Jahrmillionen sind schon, eben in diesem Gleichgewichtszustand haben, einfach durcheinander bringt. Kann man jetzt ohne großer Wissenschaftler sein, relativ schnell drauf kommen, dass das unter Umständen irgendwelche Probleme verursachen könnte, wenn man ein seit Jahrmillionen bestehendes Gleichgewichtssystem plötzlich durcheinander bringt. Jo. So. Das Licht hat hoffentlich einigermaßen gereicht. Ich hoffe auch, man kann einigermaßen erkennen, was auf dem Papier zu sehen ist. Falls nicht, wird dieses Video eh nicht online gestellt und dann werdet ihr es nie erfahren. Daher ist dieser Kommentar relativ für den Eimer. Ja, ich war auch schon intelligenter. Ich hoffe, ihr habt so einigermaßen kapiert, was ich meine. Das Ganze ist ziemlich kompliziert und das ist tatsächlich 1:1 aus meiner Meteorologie-Vorlesung gewesen. Also, ne? Ihr habt quasi soeben ein bisschen Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement studiert, wenn ihr so wollt. Yay, freut euch. Andere Leute müssen dafür ganz lange im Hörsaal hocken. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ihr es nicht zu unverständlich fandet, dann gebt mir bitte Bescheid. Beziehungsweise, wenn es ihr so spannend fandet, dass ihr noch mehr Hintergrundwissen haben wollt und die entsprechenden Formeln dazu, wie man das alles noch berechnen kann und die ganzen physikalischen Grundgesetze, die dem ganzen Zeug zugrunde liegen, auch noch erklärt haben wollt, dann sagt mir Bescheid und dann verfluche ich euch, weil die blöden Formeln habe ich mit sehr viel Mühe für die Klausur auswendig lernen müssen und bin froh, wenn ich die nie wieder brauche. Also zum Verständnis braucht man die nämlich nicht. Wenn man hingegen irgendwas berechnen möchte und tatsächlich das Wettervorhersage machen will, dann braucht man sie irgendwo schon. Das sind wichtige, grundlegende physikalische Formeln, um Vorgänge in der Atmosphäre mit Energie und sonst was zu verstehen. Aber einmal reicht. Also wenn ich mich damit nicht nochmal auseinandersetzen muss, bin ich euch dankbar. Ich laber schon wieder zu viel, Video ist lang genug und deshalb wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, denn die Sonne geht unter und bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.